Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Mushroom Kingdom Meltdown. Letztes Mal haben wir zwei kleine Level gemacht und jetzt geht's ab in Aquatic 2. Oh ja. Es hasse Unterwasserlevels, die sind immer so bescheuert. Ich will den Pilz hier haben, weil ich es kann. Ich frage mich wirklich, wo der grüne Schwitz ist. Nicht in die Picken treten. Da nicht leben. Das könnte es wirklich lohnen, das mal mitzunehmen. So. Und da oben ist mal schon das Schloss und das da war Epic Fail. Aber wo könnte das Schlüssel sein? Das war fast auf die Nase gegangen. Das war auch fast knapp. Ich nehme an, hier brauche ich einen Schwitz. Ah, verdammt. Geh du einfach hier vorbei, beziehungsweise schwimm vorbei. Hier könnte was drin sein. Ja. So langsam sind mir hier recht viele Fische. Das war knapp. Ah, verdammt. Aber wenigstens weiß ich jetzt, wo der Schwitz ist. Nun gut, also dann, ja. Ach, wie ich die Stelle hier hasse. Ich hasse einfach diese doofen Torpedo-Dinger. Das war knapp. Wie jetzt? Oh. Also nochmal mit mehr Konzentration. Oh ja, na klar. Ich hasse Unterwasserlevel. Gut. So. Ja.
Auch mit dir. Geht doch. Jo. Ja, warten wir jetzt, bis der Torpedo vorbei ist. Gut. Ich weiß nicht, ob das hier reicht. Lass mal zuerst mal den Fisch hier vorbei. Und hier runter. Und hier hoch. Oh, das war knapp. Und schnell. Schnell hier rein. Was haben wir hier oben? Den Schlüssel nehme ich stark an. Ja. Yeah. Okay. Konzentriert ist. Lass zuerst mal die Fische vorbei. Dann achtest du drauf, wenn der Slowdown verschwindet, dass der nicht plötzlich zu schnell wirst. Okay, nein. Aha. Oh! Ah, diese Steuerung! Wie wütend mich das immer wieder macht. Doofe Slowdowns, alles doof hier. Denn wenn man ein Objekt hat unter Wasser, dann funktioniert das auch nicht, wie es soll. Komm. Oh, knapp. Streu die Sache nicht. So. Das lassen wir mal vorbei. Gut. Oh ja, mehr geil jetzt. Oh ja, klar. Oh. Das war ein bisschen zu schnell. So. Gut. So, wie teile ich jetzt den Anpassen? Okay, das hat geklappt. Jetzt lassen wir einen dicken Fisch hier einfach mal vorbei. Dann warten wir, bis der weg ist. So. Gut. Hm.
So, jetzt. Und diese Slowdowns machen manchmal das ganze Spiel sowas von unmöglich. Beziehungsweise möglich schon, aber stört gewaltig, wenn der Slowdown kurzzeitig da ist und dann wieder verschwindet. So, kleiner Face, geh du mal auf weg, bitte. Danke. So. Okay, das war nicht so geplant, aber gut. So, gut. Dann holen wir hier den Schlüssel. So. Und dann suchen wir, also suchen, gehen wir zurück zum Schlüsselloch. Aber mir jetzt egal. Das war knapp. Und da rein. Geht doch. Ja, und wohin führt das? Zu einer Lotterie, die auch noch nicht umbenannt wurde. Ja. 1, 2 oder 3. Rest. Naja. Ja, man kann halt nicht alles haben. Nochmal können wir ja nicht machen, ne? Nein. Gut. Dann suchen wir noch hier den normalen Ausgang. Und dann glaube ich, reicht das für heute. Weil so langsam werde ich schon etwas ungeduldig. Was einer will machen, ist einfach ungeduldig. Das mag die einfach nicht. Genau deswegen mag ich sie nicht. Einfach wegen der Steuerung. Und damit ja. Gut. Gut. Schnell. Oh mein Gott. So, und jetzt ducken. Und weitergehen. Ducken. Und weitergehen. Gehen wir hier oben vorbei, weil irgendwie finde ich, das ist hier oben leichter ist wieder unten. Ja, mir jetzt egal. So, jetzt muss ich aber aufpassen, weil das hier echt eigentlich relativ neu. Sag mir bitte, dass ein Pilz da drin ist. Danke. Nein. Was ist an den Torpedos so hast, ich finde, die kommen einfach viel zu schnell aus den Röhren. Also, man hat nicht genug Zeit, bis in den verschiedenen Torpedos, um vorbeizukommen. So, hier scheint mir der Ausgang zu sein. Gut. So. Genau, wie mache ich jetzt vielleicht noch ein Level, aber ich glaube eher nicht. Das hat ja schon etwas länger gedauert. Was haben wir dann da? Ghost Ghetto. Oh, nächstes Mal dann, ne? Also dann Leute, ciao ciao und bis zum nächsten Mal, euer Grifflion. Ciao ciao.